Ja, es war natürlich sehr, sehr emotional, weil die Spannung ist natürlich, die Speaker auszubilden, mit den Speakern wirklich die Höhen und Tiefen zu durchleben. Wir waren ja jedes Mal in St. Moritz zum Training. Das war schon, um dann sie hier auf der Bühne zu erleben, das war schon sehr emotional, ja. Dann auch, wenn die ganze Spannung abfällt, Leute begeistert, Speaker begeistert, alles hat funktioniert, weil das ist schon immer, kommt die Band pünktlich, ist der Moderator da, sind die Speaker alle da, sind die Fotografen da und, kommen die ganzen Gäste. Das ist schon eine riesen Choreografie, um das Ganze so schön zu gestalten, ja. Ja, den Ernst habe ich auf der dritten Speaker-Cruise kennenlernen dürfen. Er hat mich eingeladen und dort war für mich so der Impuls, ich will auf die Bühne, ich will es rocken und meiner größten Angst, vor Menschen zu sprechen, in die Augen gucken. Ernst Crimelli ist für mich ein sehr, sehr authentischer Typ, sehr offener, sehr ehrlicher, sehr direkter Typ. Der nimmt kein Blatt vom Mund und auch natürlich seine Erfahrung, also das spiegelt auch wirklich wieder. Da kann man sich wirklich unheimlich viel abgucken, auch wenn man schon meint, hat man schon ein bisschen Erfahrung sammeln können. Aber es gibt natürlich immer wieder einen neuen Impuls, immer wieder einen zusätzlichen Input. Ich habe das Speaker-Training gemacht, dass ich mich mehr auf der Bühne bewegen kann. Also die Bühne ist ja jeden Tag da, nicht bloß jetzt hier auf dem Schiff, sondern bei jedem Verkaufsgespräch, Beratungsgespräch ist ja immer die Bühne. Und ich will durch das bessere Sprechen, was man da lernt, oder ohne dass man Angst davor hat, etwas zu sagen oder was Verkehrtes zu sagen, das wollte ich hier lernen. Für mich ist es eher so eine Challenge, mich hier weiterzuentwickeln, so ein bisschen die Angst vor Leuten zu verlieren, ja, dass man ein bisschen freier reden kann. Ja, also ich habe mich ja dann auf den Weg gemacht, dass ich sage, ich will Speakerin werden, will meine Botschaft nach außen zu tragen. Und ich habe es dem Ernst auch erzählt. Er war im Wettbewerb mit einem anderen Coach noch. Und dann habe ich mein Bauchgefühl entscheiden lassen. Ich hatte ein Gespräch mit dem Ernst und mit dem anderen Coach. Und dann habe ich mir das alles so vorgestellt. Und der Ernst, wir hatten ein Interview miteinander über Zoom. Und dann hat er durch seine ganze Art, hat mich überzeugt, mein Bauch und mein Herz hat gesagt, geh zum Ernst und nicht zu dem anderen. Ich habe den Ernst kennengelernt auf einem Seminar. Ich bin auch ein Weiterbildungsfreak, jeden Tag ein Stückchen besser, immer dazu zu lernen, immer besser zu werden. Und da habe ich den Ernst bei so einem Seminar kennengelernt, hat mich eingeladen auf ein Seminar und es hat mich gleich geflasht. Da habe ich mit dem Speaker-Training habe ich mich auch gemeldet, habe dann auch das Buchseminar und auch das VIP-Coaching, wo ich bei ihm durchlaufe. Ja, viele machen das halt in der Halle oder machen das mit, was weiß ich, 1000 Leuten. Beim Ernst ist man halt dann mal zu 10 oder zu 5. Und gehen Berge oder gehen Landschaften aus und wiederholt es. Und er hat eine unheimliche Expertise. Er bringt aus der Hüfte raus, bringt er sofort den Vorschlag, das die Lösung zu ein mögliches Problem. Und auch so die ganze Klaviatur, was man spielen kann als Speaker. Ich habe zwar in meiner beruflichen Karriere habe ich sehr viele Vorträge halten dürfen, aber ich habe jetzt wirklich noch mal einiges dazugelernt. Von dem her kann ich den Ernst auf 100%ig weiterempfehlen. Ich habe immer gedacht, schon als Kind, also wurde mir auch gesagt, du kannst nicht vor Menschen sprechen. Das hat sich so fest in mein Gehirn eingebrannt. Ich habe das selber geglaubt, ich habe auch so gelebt. Ich bin jeder Situation aus dem Weg gegangen, vor Menschen zu sprechen. Und da habe ich per Zufall von Ernst Crimelli gehört und habe mir gedacht, jetzt gib dir mal diese Chance, mach das. Weil ich finde, vor Menschen zu sprechen, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Wenn du Angst hast, vor Menschen zu sprechen, das einfach nicht kannst, aber du möchtest es gerne, dann geh zum Ernst. Mir hat es einfach geholfen, mit seiner unkonventionellen Art, dass man einfach merkt, weil die Blockade ist zwischen den Ohren, ist im Kopf. Die macht man sich selber. Und ich habe jetzt gerade heute diese Blockade überwinden können. Meine Komfortzone wurde erweitert und das wäre nicht ohne den Ernst gegangen. Weil alleine hätte ich das nicht geschafft. Wir haben das ja in St. Moritz gemacht. Ich war nur einmal beim Training dabei. Ich war schon mal in Bad Dürkheim bei einer Art Speaker-Training bei ihm dabei und bin eigentlich jetzt optimal vorbereitet, dank Ernst. Er ist ja schon über 40 Jahre im Business und kann uns einfach sehr gut helfen. Und wir sind jetzt top vorbereitet. Warum ich da bin? Ich möchte einfach meinen Expertenstatus noch mehr stärken und die Biogasbranche nach außen präsentieren. Das Reden können und sie auf der Bühne präsentieren oder auch meine ganze Branche, meine Firma und mich selber präsentieren, das ist mir einfach sehr, sehr wichtig.
Und deswegen habe ich die Speaker Cruise da beim Ernst gebucht. Also ich kann jeden, wirklich jeden an Ernst weiterempfehlen, weil ich habe da so viel gelernt. Und das ist einfach die jahrelange Erfahrung, was der Ernst da hat und das Praxiswissen, das, was er da weitergibt. Und auch jetzt, was wir da heute trainiert haben, beziehungsweise was wir da heute rübergebracht haben, das ist alles der Erfolg seines Trainings, das, wo er einfach ganz anders macht wie andere. Und also für mich persönlich hat es viel besser gepasst. Ich habe vorher andere Seminare gemacht schon in dem Bereich und bin nicht so rausgekommen aus mir, habe mich nicht so traut oder es hat nicht so den Erfolg gebracht, muss ich ehrlicherweise sagen. Und da durch dieses Training, wo wir einfach woanders waren, wo wir abgelenkt waren, haben wir das freie Reden trainiert. Und das ist ja eigentlich das Wichtige, gar nicht das Vorbereiten und Ablesen, sondern das, was man frei reden kann. Und das habe ich super gefunden beim Ernst und deswegen habe ich es gemacht. Kann ich ja jedem so weiterempfehlen. Ja, ich habe hierher gefunden durch den Organisator, durch den Ernst Krameri, bei dem ich die Speaker-Ausbildung machen durfte, der mir auch eine ganz neue Sichtweise zum Thema Speaking gegeben hat, weil für mich war es an sich jetzt nicht mein Traum, Speaker zu werden, aber den Kontext, den ich mit dem Ernst erarbeitet habe, nämlich die Speaker-Ausbildung zu machen, um seine Fähigkeiten zu erweitern, um eben auch seinen Bekanntheitsgrad zu steigern, war für mich dann unter dem Aspekt viel, viel spannender, okay, zu sagen, ich will jetzt nicht einfach nur ein geiler Speaker werden, sondern ich möchte einfach sichtbarer werden, ich möchte mehr Menschen erreichen durch diese Möglichkeiten und somit auch eben mehr Menschen noch unterstützen zu können. Ich finde es ganz toll hier, das Essen ist gut, ich freue mich auch sehr auf Speakern. Ja, das sind alles wundervolle Menschen, Menschen, die einfach bereit sind, einen neuen Weg zu gehen, Menschen, die bereit sind, ihre Botschaft in die Welt hinauszutragen. Und ja, auch wenn du jetzt hier zuschaust, nutze auch du die Möglichkeit, sei bei der 6. Speaker Cruise dabei, die im November nächsten Jahres stattfindet. Content Training, weil reden müssen wir alle können, in jeder Situation, sei es privat, sei es Business. Und wir sprechen keines eindeutigen Vorteil. Resümee des Tages. Ich finde, das fing einfach wunderbar an, oben an Deck, als die Gäste reinkamen. Ja. Und dann mit dem ersten Slot wurde die Stimmung schon lockerer. Und inzwischen kennt man sich so ein bisschen. Ich finde es großartig. Keiner kann abhauen. Ja. Und als Krönung jetzt diese Party. Ich finde es wunderbar. Ich würde es jederzeit wieder machen. Und ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen, immer dabei zu sein. Es ist was Besonderes, auf einem Schiff auch zu sprechen. Ja, also ich mache immer natürlich Charity, ich bin ein absoluter Freund. Ich bin ein absoluter Freund von der Bad Dürkheimer Lebenshilfe. Ja, früher habe ich in die ganze Welt hinausgespendet, jetzt seit Jahren nur noch für die Bad Dürkheimer Lebenshilfe. Und ich habe mit Frau Kielwasser gesprochen, sie hat mir mehrere Projekte vorgestellt und das war unter anderem ein Bauwagen, zweiten Bauwagen für den Pferdehof. Den ersten haben wir auch schon gespendet und 6.000 Euro hätten wir gebraucht. Jetzt sind wir auf 10.000 Euro gekommen, ja. 10.000 Euro innerhalb von einer Viertelstunde eingesammelt. Das ist schon Magie pur und da freue ich mich sehr, 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 das Geld dann auch der Bad Dürkheimer Lebenshilfe überreichen zu können, damit der Bauwagen gekauft werden kann und für die anderen 4.000 Euro schauen wir, was wir zusätzlich für ein Projekt unterstützen können.